Sie sind der Lütten Helpers, die kleinen Helfer. Eine Schülerfirma, bestehend aus Neunt- und Zehntklässlerinnen des Rendsburger Helene-Lange-Gymnasiums. Sie wollen dafür sorgen, dass Omas und Opas Lieblingsrezepte nicht in Vergessenheit geraten. Die Rezepte von Oma, das verbinden ja alle irgendwie so mit der Kindheit, weil die das ja alles bei Oma dann gegessen haben. Und das wollten wir einfach so ein bisschen zurückbringen, so das Gefühl von Kindheit, einfach das Glücklichsein. Weil ich kann mich daran erinnern, als ich immer bei Oma gegessen habe, gab es immer so viel. Und das war alles, was sie gekocht hat, war immer super lecker. Ja, und das wollen wir einfach so ein bisschen zurückbringen. 20 Rezepte haben die Nachwuchsunternehmer bereits zusammen, zum Großteil von den eigenen Großeltern. Originalrezepte zu Omas Klößchen kinderleicht nachkochen, wie Birnen, Bohnen und Speck. Oder Nudeln Alfredo, der kulinarische Beitrag von Ministerpräsident Daniel Günther. Ein Gericht seiner Großmutter, das natürlich von den kleinen Helfern vorher ausprobiert wird. Unterstützung gibt es von einem richtigen Küchenchef. Die Mädels und Jungs machen sich hier prima. Wir bereiten hier vor. Es wird das Rezept von Herrn Daniel Günther gekocht, der ja auch Tabler ist. Und hier, da freut er sich bestimmt. Ins Heft kommt nur, was wirklich schmeckt. Extra Würste gibt es auch für die Nudeln Alfredo des Ministerpräsidenten nicht. Ja, es schmeckt unheimlich lecker. Er hat uns ja den Tipp gegeben, es am nächsten Tag nochmal aufzuwärmen. Und ich bin gespannt, wie es morgen schmeckt. Aber jetzt im Moment ist es sehr gut. 10 Euro kostet das Heftchen, das den mehrere tausend Euro teuren Druck des späteren Kochbuchs vorfinanzieren soll. Alte Rezeptschätze zu bewahren ist aber nur ein Ziel der Lütten Helpers. Unser eines Ziel ist praktisch, diese Rezepte von Senioren zu veröffentlichen. Und aber auch die stetige Vereinsamung der Senioren wollen wir entgegenwirken. Und ja, das ist unser Ziel, dass die ein bisschen mehr ins Leben geholt werden praktisch. Ein generationsübergreifendes Projekt also. Lukas Großvater hat sein hessisches Rezept für die berühmte grüne Soße beigesteuert. Das ist natürlich ein ganz tolles Gefühl, dass man so einen tollen Enkel hat, der das alles macht und sich engagiert und auch einen großen Teil dazu beiträgt, dass das so weit gediehen ist wie bisher, das macht einen schon stolz. Das Kochbuch der Lütten Helpers. Mehr als eine langweilige Rezeptesammlung, eher Großmutters Küchenschätze neu aufgelegt. Ein kulinarisches Potpourri kann Spuren von Heimat enthalten.